Die Krise in Argentinien spitzt sich zu. Devisenkontrollen wurden in dieser Woche wieder eingeführt, um die Kapitalflucht einzudämmen. Also es tut sich unheimlich viel in diesem Land. Wir wollen mal schauen, wie auch die Reaktionen am Anleihenmarkt sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und damit herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Blick auf den Anleihenmarkt. Wie immer mit unserer Expertin Bianca Becker. Ja, Bianca, fass mal zusammen. Was hat sich in den letzten Tagen in Argentinien alles so getan? Jüngst waren jetzt Vorwahlen in Argentinien und da hat der Linkspopulist Fernandez den amtierenden Präsident mit ganzen 15 Punkten hinter sich gelassen. Und obwohl es eigentlich nur als Stimmungsbarometer für die Wahlen Ende Oktober gilt, haben die Anleger wirklich geschockt reagiert. Der amtierende Präsident galt als klarer Favorit. Der argentinische Peso ist zum Handelsstart um mehr als 20% in die Tiefe gerauscht. Das gilt als größter Tagesverlust in der Geschichte der Währung. Durch die Kapitalverkehrskontrollen hat sich jetzt zumindest in der ersten Reaktion der Peso wieder einigermaßen stabilisiert. Argentinien wurde dann auch von S&P kurzzeitig auf Selective Default gesetzt, dann aber auch gleich wieder auf CCC- gestuft. Am Markt wird davon ausgegangen, die rechnen damit, dass innerhalb der nächsten 12 Monate der Default in Argentinien eintreten wird, scheinbar unabhängig davon, wer nachher die Wahlen gewinnt. An der Börse Stuttgart sind die Anleihen stark unter Druck gekommen. Wir haben einen ganz regen Handel, wir sehen viele Verkäufe, aber jetzt auch auf dem niedrigen Niveau wiederum einige kleinere Käufe auch. Also manche Anleger nutzen jetzt das niedrige Niveau, um wieder einzusteigen. Also nach Ansicht der Ratingagenturen steht Argentinien quasi vor der Pleite und das hat natürlich entsprechende Auswirkungen auch am Anleihenmarkt und zieht natürlich auch Umsätze wieder auf sich. Aber auch bei der EZB könnte es in den nächsten Tagen durchaus spannend werden. Wir hatten ganz schwache Inflationsdaten und da keimt natürlich am Markt dann die Erwartung auf, dass die EZB in der nächsten Woche mutiger ist quasi, was ihre Maßnahmen betrifft und vor allem die Zinssenkungen, die könnten spannend werden. Was erwartet man denn? Analysten und Investoren gehen zu 60% davon aus, dass die EZB nächste Woche den Einlagensatz von -0,5 auf -0,6% senken wird. Eine Senkung auf -0,5% gilt schon als sicher. Zusätzlich dazu sind gerade viele institutionelle Anleger in Bundesanleihen unterwegs und spekulieren auf kurzfristige Kursgewinne. Das treibt natürlich den Bund-Future zusätzlich auch noch an. Heute Morgen erst sind wir wieder auf ein deutliches Rekordtief weiter herabgerutscht bei der 10-jährigen Bundesanleihe, auf ein Rendite-Rekordtief, genau. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe notiert momentan bei -0,74% und jetzt noch die Rendite der 5-jährigen Bundesanleihe, die liegt sogar bei -0,95%. Also sind die Erwartungen quasi jetzt auch schon eingepreist. Sind wir gespannt, was die EZB nächste Woche tatsächlich verkündet. ThyssenKrupp, da scheint auch vieles schon eingepreist zu sein. Da könnte es morgen Abend spannend werden. Möglicherweise muss das Unternehmen die erste Börsenliga verlassen. Den DAX, inwieweit hat das Auswirkungen am Anleihenmarkt? Die Anleihen haben eigentlich darauf überhaupt gar nicht reagiert. Die haben die Anleger sich nicht beirren lassen oder haben keine größere Sorge dadurch gehabt. Die Sorge bei den Anlegern liegt eher bei der Entwicklung der Konjunktur. Thyssen leidet jetzt schon unter einer sehr schwachen Nachfrage seitens der Autobauer und des Maschinenbaus. Zusätzlich belastet die stockende Umstrukturierung des Konzerns. Hier halten sich die Anleger auch ein bisschen zurück, weil sie warten jetzt einfach ab, ob der geplante Verkauf der Aufzugssparte wirklich passieren wird. Gestern sind die Anleihen von Thyssen leicht zurückgekommen. Das liegt aber daran, dass Thyssen eine neue Anleihe platziert hat. Und jetzt sind wir schon bei den Neuemissionen. Was tut sich denn bei euch aktuell? Wie gesagt, Thyssen hat eine neue Anleihe platziert. Die wird voraussichtlich morgen an der Börse Stuttgart handelbar sein. Die Anleihe läuft bis 2023 und wird mit 1,875% verzinst. Und in der letzten Woche hat sich auch einiges getan. Es sind einige schöne neue Emissionen gekommen. Siemens hat insgesamt 4 Anleihen gebracht. Insgesamt waren es 3,5 Milliarden Euro. Die Laufzeiten liegen zwischen 2 Jahren und 15 Jahren und die Verzinsungen zwischen 0% und 0,5%. Dann hat noch Hochtief 2 Anleihen gebracht. Die eine Anleihe läuft bis 2027 und wird mit 0,5% verzinst. Die andere läuft bis 2031 und wird mit 1,25% verzinst. Dann hat die Lufthansa eine neue Anleihe gebracht. Diese wird mit 0,25% verzinst. So, und läuft bis 2024. Und Hella hat auch noch eine Anleihe gebracht. Diese wird auch mit 0,5% verzinst und läuft bis 2027. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen es am Anleihenmarkt. Da tut sich momentan doch einiges. Soweit unser wöchentlicher Blick, wie immer, auf die wichtigsten Themen. Bianca, ganz herzlichen Dank, wie immer, für die Einschätzung. Danke auch.